Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn, begrüßt Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 115. Eichkugelwanderung am Dienstag, dem 14. Juli 2020. 14. Juli, natürlich ein sensibles Datum, denn heute vor 231 Jahren war der Sturm auf die Bastille und damit der Startschuss zur Französischen Revolution. Ich stehe aber weder vor dem Palais Royal im Herzen von Paris noch auf dem Eichkugel, sondern oberhalb des Salzachtales vor der Ruine Hieburg. Ja, ist deutlich zu sehen, dass es eine Ruine ist. Und diese Ruine Hieburg war der Ansitz der Herren von Hieburg, die von hier wirklich gute Kontrolle ausüben konnten über das Salzachtal, über Untersulzbachtal, Obersulzbachtal und natürlich über den Gerlospass, das Krimmler Achental mit dem Zugang nicht nur zum Großvenediger und zu den einzelnen Gletschern und Simonispitze, sondern vor allem zur Birnlucken, dem Pass nach Italien. Wir haben gestern davon gesprochen. Daneben der Schwesterpass, der Krimmler Tauernpass. Der war ja sehr bedeutend, auch im Mittelalter. In der Nähe des Birnluckenpasses oder des Krimmler Tauernpasses gab es Bergwerke. Es gab dort viel Gewerbe und Industrie in über 2000 Meter Höhe. Hat übrigens die Birnluken, hat nichts mit der Birne zu tun, auch nicht mit der, die man essen kann, sondern es kommt von Biri und Biri war der Name, der mittelalterliche Name des Flusses, der heute Arm heißt auf Deutsch und der die Birnluken nach Süden entwässert, zur Etsch sozusagen. Der nördlichste Teil, der Oberlauf der Arm heißt heute noch Biribach, also da lebt der Name Birnlucken weiter. Es ist sozusagen eine Verballhornung, also so ausschaut, als wäre es eine Birne. Ja, über diesen Pass ist der Kaiser Karl IV., Sie erinnern sich, das war der, der Prag zur goldenen Stadt gemacht hat, gegangen, um sich krönen zu lassen, 1365. Zum Kaiser ist er ja schon 1355 gekrönt worden, weil 1356 hat er ja schon die goldene Bulle erlassen. Aber eine Krone war ihm zu wenig, darum ist er dann noch einmal gegangen und hat sich zum König von Burgund auch noch krönen lassen. Also man kann nie genug Kronen haben. Aus diesem Grunde ist er noch einmal da drüber. Wahrscheinlich waren ihm andere Pässe zu unsicher. Auch das ist historisch sehr interessant. Aber ich staune, wie der Kaiser da vor 700 Jahren, 600 und so weiter Jahren drüber marschiert ist. Und begutachte noch ein bisschen die Landschaft, wünsche Ihnen einen schönen Dienstag und freue mich auf morgen, wo es weitergeht in den Norden, in die Waldgegend Frankens in Deutschland. In diesem Sinne, bis dann.